Die Frage ist wohl so alt wie die Menschheit. Warum altern wir? Wie bleibt Gewebe gesund, leistungsfähig? Wann wird es krank und schwächer? Und warum? Wir sehen unseren Körper vielleicht an als etwas Statisches. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Er erneuert sich eigentlich ständig, konstant. Es ist eigentlich in einem dauerhaften Fluss. Unser Körper ist nicht derselbe wie gestern. Mein Name ist Michael Siewicke, ich bin Immunologe und Stammzellforscher und ich interessiere mich besonders für eine Art von Immunzellen, die man Makrophagen nennt. Marseille, Frankreich. Seit 20 Jahren erforscht Siewicke hier Grundlagen des Lebens. Ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Mich hat immer das Lebende fasziniert. Was ist Leben? Wie funktioniert Leben? Wie sind die Mechanismen hinter einem lebenden Ding, einem Organismus oder einer Zelle? Siewicke ist mit seinem Team tief vorgestoßen in das unerforschte Potenzial jener Zellen, die wir bisher vor allem als weiße Blutkörperchen kennen. Seine Forschung zeigt, Makrophagen, die es in allen Geweben gibt, erfüllen dort vielfältige und komplexe Funktionen, die sich erst nach und nach entschlüsseln. Es scheint so zu sein, dass die Makrophagen nicht nur eine Rolle spielen in der Infektionsbekämpfung, sondern viel allgemeiner eine Hüterfunktion in den Geweben haben, dass sie einfach dafür sorgen, dass die Organe gut funktionieren. Das ist zum Beispiel im Gehirn so, dass sie dafür sorgen, dass die Neuronen korrekt vernetzt sind oder im Herzen, dass die Signalübertragung von elektrischen Impulsen korrekt funktioniert. Das sind also neue Funktionen von Makrophagen, von denen wir vor wenigen Jahren noch nichts wussten. Seit langem forscht er an jenen Mechanismen, wie Stammzellen und Makrophagen sich teilen und erneuern. Inzwischen hat sein Team ein Verfahren entwickelt, reife Makrophagenzellen außerhalb des Körpers zu vermehren. Durchbruch war die Erkenntnis, dass Makrophagen durchaus viele genetische Anteile mit embryonalen Stammzellen teilen, die dort die Selbsterneuerung steuern. Anders als bei Stammzellen ist diese Selbsterneuerung jedoch im Normalfall durch eine Bremse, einen Botenstoff, abgeschaltet. Löst man diese Bremse, lassen sich Makrophagen nahezu unbegrenzt vermehren. Und, so die Hoffnung, nutzbar machen. Einen Mechanismus übertragen, die Perspektive ändern, das mag Michael Siewicke. Auch etwas, was er gelernt hat als Deutscher an einem Institut in Südfrankreich. Wenn ich in Berlin in die Kantine gehe, dann ist die Sache in einer halben Stunde geregelt. Das ist hier in Frankreich nicht so. Und am Anfang habe ich gedacht, wollte ich das verändern und das ist nicht effizient und das müssen wir anders machen. Und letztendlich habe ich gesehen, nein, es ist sehr wichtig, das Essen ernst zu nehmen. Es ist eine wichtige Sache vom Leben und letztendlich ist es auch produktiv und effektiv für die Forschung. Mal bespricht beim Essen Dinge, die man sonst vielleicht nicht besprochen hat. Und in einem eher informellen Kontext hat man viel schneller ein Problem gelöst, als wenn man dafür ein Meeting anberaumt. Er möchte ein Brückenbauer sein zwischen deutscher und französischer Forschung. Spitzenforschung sei oft zu sehr mit dem Blick auf Amerika fixiert. Mir liegt sehr viel an Europa. Ich habe jetzt fast 20 Jahre in Frankreich gelebt. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Wenn wir die deutsch-französische Kooperation stärken können, denke ich, wäre das eine sehr positive Entwicklung für die europäische Forschung und für das europäische Projekt insgesamt. Dresden. Hier am Zentrum für regenerative Therapien will Siewicke seine Forschung einen Schritt weiterführen. Das ist eine sehr, sehr großzügige und fantastische Gelegenheit, die man bekommt, mit so einer Humboldt-Professur, mit großzügigen Mitteln seine Ideen umsetzen zu können, ohne gebunden zu sein an bestimmte Rahmenbedingungen und Rückmeldungen. Das gibt es nicht häufig in der Wissenschaft, dass man wirklich jetzt sagt, okay, wir glauben an dich und wir glauben an deine Idee. Zeig, was du damit machen kannst. Von der Grundlagenforschung zur klinischen Anwendung, um irgendwann Krankheiten zu heilen. Die technische Infrastruktur, wie hier, wo Zellen über Fluoreszenz sortiert werden, die räumliche Nähe zu anderen Projekten aus dem Bereich der Regenerationsforschung, vor allem aber auch die enge Verzahnung mit der Uniklinik, machen Dresden für ihn zu einem idealen Standort. Im Rheinraumlabor des Zentrums
könnten dann irgendwann menschliche Makrophagen vermehrt werden, um Patienten mit degenerativen Leiden zu helfen. Die Idee wäre, dass wenn wir Makrophagen verjüngen können, können wir vielleicht auch das Gewebe, das sie betreuen, sozusagen vielleicht nicht unbedingt verjüngen, aber dafür sorgen, dass es auch im Alter gesund bleibt. In Dresden arbeitet Siewicke in engem Kontakt mit anderen Projekten der Stammzell- und Regenerationsforschung. Als Immunologe unter Kollegen, die zum Beispiel am Axolotl forschen, einem Regenerationswunder der Natur. Erfolg entsteht miteinander. Davon ist er überzeugt. Forschung braucht Anstöße und Raum zur Entfaltung.